Hallöchen, Popöchen, meine Buddies, da sind wir wieder bei einem neuen Let's Play SimCity und ich wechsle jetzt gerade mal wieder nach Kreisingen, weil da stand ja ein Rathaus-Update bereit für uns, dass wir dann in Buddyville vielleicht auch zu einer Tourismus-Hochburg ausbauen können. Und ich denke mal, Kreisingen machen wir so zu einer Handels- und Industriestadt. Hört sich vielleicht jetzt nicht ganz so schön an, aber dann können wir vielleicht von Buddyville so ein bisschen ein paar Sachen auslagern und die Leute gehen dann hierhin arbeiten oder so. Hoffe ich zumindest, dass das einigermaßen vielleicht dann funktioniert, wie ich mir das dann vorgestellt habe. Ach Quatsch, ich brauche nicht zwei Kraftwerke momentan. Hier wird wahrscheinlich irgendwann auch nur noch das Atomkraftwerk helfen. Jetzt haben wir erstmal wieder einen Energieüberschuss, das ist auch ganz gut so. Ist natürlich die Frage, was macht das ganze Ding nachts? Was macht es nachts? Ja, naja, wir werden sehen, was passiert mit unserer Kreisingen-Stadt. Müllhalde nimmt Kreisingen einen Teil des Mülls ab. Das ist aber nett von der Müllhalde. Ach ja, Upgrade. Was hat man denn jetzt noch? Finanzabteilung, Sicherheitsabteilung und Tourismusabteilung. Dann baue ich als allererstes mal die Sicherheitsabteilung aus, weil dann kann ich in Buddyville bessere Krankenhäuser und so weiter basteln. Ich weiß gar nicht, 15.000 Einwohner brauchen wir dann für Kreisingen, die schöne kreisrunde Kreisstadt. Aber das kriegen wir schon hin. Da müssen wir bestimmt ein paar Straßen upgraden, damit wir noch Platz für dicht bewohntere Siedlungen haben. Das können wir nicht upgraden. Wir sind so arm hier in Kreisingen noch. Theoretisch könnte mir Buddyville auch Geld leihen, soweit ich weiß. Könnte man sich das rüberschicken gegenseitig. Dann kann man gleich, wenn einer schon eine etwas erfolgreichere Stadt hat, kann man dann damit sozusagen schon mal einen kleinen Vorschuss bekommen, um ja dann bessere Sachen in der eigenen Stadt zu produzieren, zu bauen. So, ich grenze hier immer das, diese Gebiete, diese Industriegebiete, grenze ich immer ab zu den Wohngebieten mit diesen Dingensbummensgebieten, mit den Gewerbegebieten, weil ich mal gehört habe, dass das eigentlich ganz gut ist so. Und es hat sich ja in Buddyville bewährt, also von daher, denke ich mal, kann es nicht so schlecht sein. Schauen wir mal. Abwasser wird auch nach Buddyville umgeleitet, naja. Handelsdepot, Weltmarktlieferungen verwalten, naja, ja, ja. Gut, das war dieses Handelsdepot, was wir hier gebaut hatten. Zahl der Einwohner, Maxisman, Herrenhaus aufstellen. Ein Bahnhof für Personenverkehr. Was hatte der gekostet? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, 40.000. Ja, müssen wir ein bisschen die Zeit beschleunigen, glaube ich. Dass wir dann langsam an die 40.000 rankommen. Da können wir mit Buddyville schön hin und her pendeln. Dann machen wir da noch eine Straße ran an das Ding. Und dann passt das hoffentlich soweit. Und da können dann die Leute auch zur Arbeit fahren mit dem Zug. Sicherheitsabteilung an Lumpenhain weitergegeben. So, jetzt sind wir bald bei 40.000. Das Abwasserendrohr sagt schon wieder zu viel Abwasser. Fuck. Muss ich doch noch so ein Ding bauen? Oder kann ich so ein Teil bauen? Ah, 64.000. Ne, so weit sind wir noch nicht hier. Da müssen wir doch zwei bauen. Wird uns das Leben schwer gemacht gerade. Aber so ist es nun mal. SimCity ist manchmal ein kleines Krepelschwein. So, jetzt habe ich das gebaut.
Und dann hoffe ich mal, dass ich das zur Straße verbinden kann. Yes, kann ich. Haha. So. Und das heißt, jetzt können Züge hier langfahren. Netzwerk getrennt. Bitte Internetverbindung überprüfen. Was? Was willst du? Ich hoffe, du speicherst das jetzt. Mieses Drecks-Dinges. Gut, da muss ich nachher mal gucken, dass das alles auch so hoffentlich speichert. Nicht, dass hier irgendwas passiert im Hintergrund und ich gar nicht mit dem Internet verbunden bin. Na, wir werden sehen. Ich prüfe das dann bei der nächsten Aufnahme. Sonst sehen wir uns dann gleich wieder, wie ich hier versuche, das Ganze zu reparieren. Ich sehe hier hinten auch ein blinkendes Licht. Das irritiert mich gerade. Aber das liegt nicht an dem WLAN oder so, sondern das liegt, glaube ich, gerade an irgendwas, was ich nicht beeinflussen kann. Was natürlich ungünstig ist, denn wenn ich es beeinflussen könnte, könnte ich es gleich wieder reparieren. Huch. Ach, das ist das Casino gewesen hier, ne? Macht es immer noch Verlust? Na, nur 350 am Tag, das geht. Wahrscheinlich, weil jetzt auch unsere Touristen hier eintreffen können. Oder brauchen wir noch ein paar Münzautomaten oder sowas? Blackjack-Tische, Comedy Club, Lounge. Was ist das denn? Schöne Zimmer. Natürlich will ich ein paar schöne Zimmer haben. Ach, die kommen dann da oben drauf. Oh, das sieht aber schick aus. So, Münzautomaten können wir dann auch noch hier irgendwo daneben hinbauen. Ah, das hat doch was, oder? Hier so ein kleines Casino-Lein. Finde ich hübsch. So schön blinkend. Da bauen wir uns so ein kleines Las Vegas sozusagen. Bahnhof geschlossen, Mitarbeiter gesucht. Mehr Mitarbeiter. Ja, da arbeiten wir ja gerade dran, dass wir hier mehr Mitarbeiter für Buddyville zur Verfügung stellen. Quatsch, für Buddyville, für das Casino zur Verfügung stellen können. Umleitung des Abwassers nach Buddyville. Das hört man doch gerne, dass Buddyville hier immer alles Abwasser und so bekommt. Die beschweren sich auch gar nicht. Haben auch keinen Grund dazu. So, da haben wir hier noch eine Kreuzung. Zack. So, Wohngebiete ausweisen. Sollen ja noch ein paar mehr Leute hinkommen, dass wir auch den Bahnhof mit Arbeitern besetzen können. Ach ja, die Arbeiter, die Sims, die sind auch faul, die drücken sich vor allen Arbeiten drücken die sich. So. Parks brauchen wir, damit dann die Leute auch herziehen. Meine Arbeit haben wir ja, wie man sieht. Genug. So, hier ist Casino, hier ist das. Brauchen die noch Arbeiter? Bei der Arbeit. Ah, sehr schön. Aber das steht auch bei der Arbeit, der ist doch gar nicht mehr geschlossen. Verstehe ich nicht. Und was ist das? Ist das hier der Bahnhofsbereich oder? Hm, verstehe. Verstehe dieses Grüne hier nicht. Aber
Aber hier steht doch bei der Arbeit. Der ist doch nicht geschlossen. Was will der, was will die mir da erzählen? Der ist doch bei der Arbeit, steht doch bei der Arbeit. Das Gegenteil von nicht bei der Arbeit. Hm. Naja. Sollen sie mal alle machen, wie sie denken. Oh, was? Verlegen von Straßen über aufgestellte Gebäude ist nicht möglich. Was haben wir denn hier aufgestellt? Sind nur so ein paar kleine Mickerbuden hier. Ist jetzt nichts. Was? Was für Gebäude? Was erzählst du mir? Wohnsitz, Wohnsitz. Hä? Der Müll verschmutzt die Umwelt, ja, das wissen wir schon. Ist ja mal nichts Neues, ne? Das Müll die Umwelt verschmutzt. Was denn für aufgestellte Gebäude? Ich verstehe es nicht. Müll, Müll, Müll. Ja, dann müssen wir halt so eine Müllentsorgungsabteilungs-Dingsbums bauen. Machen wir gleich mal hier schön an Rand. Wenn dann die Leute mit dem Zug ankommen, sehen sie gleich, ja, hier wird gearbeitet, da wird Müll entsorgt. Perfekt. So. Aber es... naja. So, jetzt nochmal gucken wegen der Straße. Das macht mir gerade so ein bisschen Gedanken, dass ich hier die Straße nicht verlegen kann und ich weiß nicht warum. So. Ach, das Schild. Das Schulbusschild. Ah. Das willst du mir doch nicht erzählen, dass das jetzt das an dem Schild liegt, oder? Das Schulbusschild? Und wie kriege ich das weg? Oh, Gott sei Dank. Mann, 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 Mann. Wenn man nicht an alles denkt. So ein mickriges Schulbusschild. Verhindert dann den Bau meiner wunderschönen neuen Prachtstraße hier. Nähe zu bestehender Kreuzung. Moment, das haben wir gleich. So, jetzt aber. Wunderbar. Ach, Gott sei Dank. Und ich dachte schon, ich bin zu doof hier, das zu bauen. Okay, okay. Ah ja, die Müllabteilung hat auch noch was zu sagen. Müllwagen, die reichen nicht. Warum reichen die Müllwagen nicht? So. Das sollte jetzt aber auch erstmal in Ordnung sein. Dann gleich nochmal so ein Ablageplatz hier. Oh, oh, oh. Das gibt böses Blut, ich sehe es schon. Weil die Müllabteilung jetzt hier ist. Schlagzeilen, Riesenmonster bedroht die Stadt. Was? Wo? Nein, Riesenmonster. Weg. Was willst du? Geh weg. Oh, ein Riesenviech. Godzilla. Was kann ich dagegen tun? Wahrscheinlich nichts, oder? Maxis Man, hilf mir. Boah, habe ich aber Glück, dass ich die Mülldeponie da so weit weggebaut habe von der Stadt. Wenn mir jetzt hier nicht durch die ganze Industrie rumlatscht. Kann ich das anklicken? Nee, kann ich auch nicht. Wie heißt du? Wer bist du? Oh, Godzilla-artiges Wesen. Und gleich mal hier die Action-Musik drin. Du.
Jetzt fehlt nur noch hier Rodan oder wie das Tier heißt, gegen das Godzilla dann immer gekämpft hat. Oder so ein Tech-Mech-Godzilla. Jetzt frisst es auch noch meinen wertvollen Müll. Was soll denn das? Das ist, glaube ich, die erste Katastrophe hier in dem Let's Play. Wow, es krebt. Oder stirbt es? Wow. Okay, und es ist weg. Gott sei Dank. Na toll, kann ich gleich mal hier Trümmerbeseitigungspolizei spielen? Was? Niedergebrannte Baumreihe. Oh. Das heißt, ich darf jetzt hier einen neuen Park hinsetzen wahrscheinlich, ne? Okay. Trümmer und verlassene Gebäude. Also die verlassenen Gebäude können auf jeden Fall weg. Und einmal habe ich noch Trümmer übersehen. Ah, noch ein verlassenes Gebäude. Und da ist ein... jetzt habe ich wieder das Falsche erwischt. Entschuldigung! Ja, alles verlassen, alles verlassen. Was ich natürlich sehr, sehr geil fände, wenn... Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal irgendwann passieren wird. Wenn das mal so ist, dass dann SimCity mit den Sims zusammengelegt wird. Das heißt, du baust dir erstmal so eine Stadt oder... Ja, du fängst an, dir eine Stadt zu bauen, kannst dir dann noch so eine Sim-Familie erschaffen, die dann in dieser Stadt da lebt und wohnt. Und dann kannst du für die in der Stadt dann auch so Gebäude mit errichten, dass die dann shoppen gehen können und alles. Oder demonstrieren wieder, weil... Die Stadt stinkt und zwar richtig, beseitigen Sie den Müll. Ja, mache ich, mache ich. So, stellen Sie eine Müllhalde auf oder fügen Sie zu einem Abladen hinzu. Hatte ich doch schon hinzugefügt. Noch ein Abladebereich? Nee, kann ich nicht. So. Ich brauche sowieso nicht so viel Abladebereich. Deswegen mache ich das ganz einfach so. Zack. Hep. Jetzt denkt sie, wir haben was dazugefügt. Nee, doch nicht. Schade. Ich dachte, ich kann sie verarschen. Ah, ich kann sie verarschen. Ich bin der Verarscher. Wow. Wieso habe ich jetzt plötzlich 358.000? Wo kommt das ganze Geld her? War das bei dem Monsterangriff auch schon? Irgendwas habe ich verpasst. Ah ja, das Bürgermeisterhaus kann ich aufstellen. Das stelle ich am besten dahin, wo die Leute nicht so zufrieden waren, weil ich hier die Müllhalde hingepappt hatte. Dann, damit sie sehen können, ja, der Bürgermeister, der wohnt auch nicht in einem besseren Gebiet als wir. Der hat sich auch nur da zu dieser Müllhalde hin gebaut. Der ist genauso arm dran wie wir Schweine. Wir haben Schweine. Er kriegt aber hier neben seinem Gebäude natürlich auch noch eine hohe Baumreihe gestellt. Sponsert von mir. So, 15.000 Einwohner, ja, bald. Oh, was kriegt man hier im Bau? Das sieht aus wie ein etwas größeres Gebäude, was da entstehen soll. Oh, so viel Geld? Wieso haben wir denn jetzt so viel Geld? Irgendwas habe ich verpasst. Also, ihr könnt mir gerne schreiben, was ich verpasst habe, warum wir jetzt plötzlich so viel Kohle hier bekommen haben. Also, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich bin etwas verwundert. Noch ein wenig. So. Schön, schön große Straßen erstmal hier soweit angelegt. Kann ich die noch upgraden? Ah ja, sehr schön. Hier ist nämlich sehr viel Verkehr, wie ich sehen kann. Ach ja, die Straßen, die hier sowieso schon lang fahren, die kann man auch extra nochmal
upgraden oder was? Straßenbahn, Hauptstraße mit hoher Dichte. Ach, da kann man dann Straßenbahnen langfahren lassen. Oh ja, das ist ja nicht schlecht. Die Internetverbindung scheint auch wieder da zu sein. Ich habe gar nichts gemacht. Naja, was soll's. Das ist ja sehr gut. Dann brauche ich mich nicht hier zu bewegen. Dann kann ich auf meinem Stuhl sitzen bleiben. Jo, und das andere, unseren Ausbau von Buddyville und Kreisingen, das gucken wir uns dann beim nächsten Let's Play an, meine Freunde. Bis dahin, tschüss. Oh, fuck. Was ist das denn? Was ist das? Alter, das verfolgt uns. Nein, lauf, 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 lauf. Ich springe, ich springe, ich springe. Hep. Hep. Ist es über uns? Verfolgt es uns? Was ist denn dieser...